Moin, moin, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei Because Gaming is Fun mit Dark Souls 3 und Sascha. Moin, moin. Hallo. Und mir, dem Krischi. Und ja, wir haben jetzt gerade diesen dunklen Feuerbandschrein, möchte ich es fast nennen, erkundet. Und haben dabei gefunden hier die Fragmente des gewundenen Schwertes. Und das ist quasi ein unendlich häufiger Eimatknochen. Und den werden wir jetzt auch benutzen. Wir haben uns hier umgesehen, wir haben nichts mehr gefunden. Ja. Wir können einmal gucken wegen der Chaosklinge. Wir können der anderen die Augen geben. Ich würde sagen, wir fangen mit der Chaosklinge an, ne? Prinzipiell könnte man noch die zwei Kristallfacker machen in dem dunklen Gebiet, aber... Stimmt, die haben wir noch nicht gemacht. Ah, das geht nicht. Waffen für Stärken, ja. Einmal unten, einer rechts. Mit... Funkeltitanid. Heieieiei, heißes Eisen. Und wir bräuchten 16 Stärke. Wir haben 15, ne? Ja. Das kriegen wir hin. Wollen wir? Wie viel Waffenbonus kriegen wir momentan? Wenn wir nach links rüber ein. 130. Bei der Skalierung. Ah. Ah doch, lass mal probieren. Scheiß drauf. Okay. Von A auf S. Alles klar, Eskalierung. Jetzt werden es aber auch wieder 6 Funkeltitanen. Brauchen wir eine Stärke erstmal noch? Ja, meinetwegen kannst du da ein paar Seen für aufwenden. Ja? Okay. Ja. Ich denke nicht, dass du da alle 9 gucken wirst. Hallo? Ich wollte eigentlich... Ja, LB plus 10. Welcome, RB minus 10, andersrum. Very well, then das dürfte noch nicht ganz reichen. Einen brauchen wir noch. Nein, einen noch, okay. Farewell, Asher. May the flames guide thee. Mögen fehlt noch eine. Welcome, Asp. Very well, then taken. Wir können auch ihr die Augen geben. Farewell, Asher, maiden. Welcome, Asp. Soll sie jetzt Ashen das ist, finde ich das auch. Are these eyes? Ist sie auch blind? How gracious of thee, Ashen One. The very things we firekeepers have been missing. Ashen One, my thanks for the eyes thou'st given. But firekeepers are not meant to have eyes. It is forbidden. These will reveal through a sliver of light frightful images of betrayal. A world without fire. Ashen One, is this truly thy wish? What? Holy shit! Uiuiuiuiui! Drück du! What? Of course. I serve thee and will do as thou bidst. This will be our private affair. No one else may know of this. Stay thy path. Find lords to link the fire, and I will blindly tend to the flame until the day of thy grand betrayal. Ashen One, forgive me if this soundeth strange. The eyes show a world without fire. A vast stretch of darkness. But 'tis different to what is seen when stripped of vision. In the far distance, I sense the presence of tiny flames, like precious embers, left to us by past lords, linkers of the fire.
Could this be what draws me to this strangely enticing darkness? Ashen One, it heal me. And strip these eyes from my person. I will return as the Firekeeper I once was. As it has always been. Ashen One, if kill, I will as it has... Okay. Farewell, Ashen One. Mayst thou thy peace discover. Sie sagt, nicht mehr mögen euch die Flammen leiten. Oh shit. What did we do? Irgendwie ist schon mal besser, aber... Der Grundschaden noch nicht, ne. Das reicht schon fast. Bitte? Fast ist es schon ausgeglichen. Ist krank, ne? Ist das Moveset? Vermutlich identisch. Ja. Ja. Ja, noch ein, zwei und dann haben wir es, ne? Wie gesagt, wir haben ja schon mal gehört, es gibt noch ein optionales Gebiet. Das auch wieder gut versteckt ist. Das sehr gut versteckt ist. Und mit zu den besten im ganzen Spiel gehören soll. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen und euch nicht vorenthalten. Korrekt. Und wir müssen uns irgendwo neben eine Drachenstatue setzen. Korrekt. So. Hier folgt jetzt dein Part, ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall Kirka von Irithyll. Okay. Hier rein? Mhm. Ja. Ach, nö, nicht das Gebiet. Nee, komm. Hier. Bock auf die Scheiße. Ich verlaufe mich doch wieder 10 Mal. Und dann heißt es wieder die Folge Krischi, der Orientierungslose. Zu Recht. Hier waren wir auch noch nie. So, und dann? Ja. Das ist eine gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, auf diesem einen Vorsprung, wo ich das eine Mal war, da, wo ich mich schon mit der einen Geste hingesetzt hatte. Achso, du meinst da, wo tatsächlich auch die Dings waren, ne? Die Nachricht. Mhm. Oh Gott. Ja. Ich glaube. Nicht geradeaus durch? Doch, ich glaube schon. Ich glaube nicht. Sicher? Nö. Dann da links irgendwo? Mhm. Und dann ganz geradeaus durch. Nochmal. Und jetzt muss ich halt, glaube ich, nochmal an den Fackern vorbeikommen. Schade, ich dachte, das wäre hier gewesen. Mhm. Fucking. Orientierung und so. Ja. Also jetzt hier einmal straight durch? Mhm. Komplett durch? Mhm. Also ich kann mich natürlich auch irren, ne? Aber ich bin der Meinung, das war wahr. Warst du? Doch, genau. Mensch, bin ich gut. Perfekt. Und hier mit dieser schönen neuen Geste hinsetzen. Ja, ich hab. Achso. Einmal Y. Dann nehmen wir mal fast an, ganz unten. Aha! Alter! Wer soll auf sowas kommen? Aber das ist fast noch naheliegender als der Scheißweg zu DLC von Dark Souls 1. Das stimmt. Weil da ist immerhin ein Drache, der sitzt in derselben Position. Ach, guck mal. Das Gebäude, über das du dich gewundert hattest. Da habe ich mich drüber gewundert? Ja. Echt? Wie das ja da hinkommen könnte. Nur drin. Bin ich ein Brainiac. Mega. Schick. In der Tat.
Fuck. Ja. Auch richtig schick, die Lichteinwirkung und sowas alles. Das sieht geil aus. Erzdrachengipfel. Gibt's wieder einen Erfolg für. Ich hab mich gerade gewundert, der kann doch noch lange nicht tot sein. Das sind auf jeden Fall die gleichen Viecher wie da, wo wir die Geste her haben. Ja. Finstergeist von Aizaleth. Ich tippe eher von rechts. Weg. No. Ich hätte gerne erst den Finstergeist bekämpft, bevor ich hier irgendwem. Da oben war. Was? Da oben war. Ja? Geradeaus durch. Rechts rum, in die Ecke irgendwo. So. Da. Na, dann komm mal her. Sarias Finger. Das ist der Typ von Dingenskirchen. Vom Feuerbahnschrein. Der uns den geborstenen Augapfel gegeben hat. Ja. Ich hätte nur gern, dass er die Bemühungen aufhört, Feuer auf mich zu schießen, während ich gegen ihn kämpfe. Hat er viel Leben, Alter. Ja, ich auch gerade gedacht. Ja, sowas soll ich vielleicht trotzdem nicht machen lassen. Ich glaube, ich sterbe vor allem, weil ich runterfallen werde. Nee. Kann ich blocken. Auf hier. Alles klar. Läuft. Jo. Will aber auch sterben, der Krivi. Nein, ich wollte ihn eigentlich töten, bevor er sich heilen kann. Das war schon getan. Ich war heiß. Also das wäre echt kein schwerer Kaputt. Hallo. Was ich gegen Meister Gundry auch dumm angestellt habe, ich auch noch mal trainiert. Dann stirb ich. Kann ich auch das Gebiet wenigstens erkunden. Richtig. Das hast ja gar nichts davon. Oh, aber da ist fies. Ach, bleib doch mal hier jetzt. Bastard. Vor allem das leckt total. Ich muss die Fresse noch fast immer. Warum denn eigentlich? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Alter, wenn er nicht so laggen würde, hätte ich den schon dreimal getötet. Allein der Schlag eben hätte locker getroffen. Oh nein, wir spawnen trotzdem wieder hier. Ist ja fast wie in der gemalten Welt. Oh ja. Zerstörung! Ich komme ein Riesendrache von unten. Ich hätte es verdient. Für Vandalismus. Was sind denn Finstergeister? Ich habe ja gar keine Flut mehr. Das muss ich auch mal bedenken hier. Sind Finstergeister andere Spieler? Nö. Warum denken die dann? Warum funkelt die da nicht? Also in den Kampf möchte ich Full Life reingehen. Rechts. Was ist? Was rechts? Wir liegen unsere Seen. So, stimmt, da war ja was. Achso, und der kommt jetzt nicht zurück, weil ich nicht entfacht bin. Dann nimm eine Glut. Aber könnte dann was Interessantes droppen? Ist ein Pyromant? Keine Ahnung. Willst du gegen ihn kämpfen?
Na? Willst nicht? Da kam es, ich mich da rechts oben auf den Berg gestellt. Hm. Da sind noch ein paar Leute bei dir. Nee, ich komm gleich nochmal wieder. Ja, pass wohl auf. Ha! Egal, sorry. Ich sag da nichts. Oh man, jetzt spawnt er nicht mehr. Scheiße. Das wird jetzt garantiert funktionieren. Ja, komisch. Fast. Dann bist du erwischt, weil ich dann gewesen. Dann wäre vorbei gewesen, ja. Hätte ich dich ausgelacht für. Ach so. Kann ich gehen? Ach komm, da ist noch einer. Brocken. Sehr gut. Sehr gut. Wobei, eigentlich brauchen wir jetzt eher Funkeltitanit, ne? Richtig. Aber egal, den nehmen wir immer noch mit. Gut, Feuerchen. Wo sind wir denn hier genau? Erzratten gibt es. Boah. Hier ist es auch eingangs. Ich dachte, hier sind wir jetzt schon wieder. Nee. Doch, doch. Kann was, ne? Jo. Willst du das Item nicht mitnehmen? Oh, lol. Auf das straight dran vorbei, zweimal. Welches Item? Ich sehe da keins. Mhm. Mensch, Krischi. Ja, ja. Muss man ein bisschen aufmerksamer sein. Ich weiß, ich weiß. Es fällt mir immer schwer, wenn du spielst, das ist so einschläfernd. Ah! Kann sich diese Noobigkeit keiner so lange angucken. Ja, ja. Nächster Titanitbrocken. Sehr gut. Da geht's hoch. Ich nehme ganz stark an, hier werde ich einen Shortcut freischalten können. Und vielleicht geht's auch hier weiter. Okay. Na. Hallo? Tor. Deine Auffassungsgabe ist schon mitnehmen? Wieder. Nein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Noch ein Titanitbrocken. Titanitbrockengebiet hier. Hi. Deine Auffassungsgabe ist ja wieder. Der ist eine ganze Ecke größer. Oh, stimmt. Aua! Ja, warte mal eine Sekunde. Ja, ist ja gut. Chill mal dein Leben, Junge. Ja, ohne Erfassungsgabe. Diesen langsamen Angriffe immer falsch zu einordnen. Oh. Oh. Alter, da hast du den Witzbruch aber schon gespürt, ey. Das hat auch verkalkuliert und geplant. Alles klar. Komm, komm. Ach. Schön. Habt ihr wenigstens ein paar mehr sehen? Oh, 2000. 2000 mehr. Fuß mal auf, von oben zu schießen, Junge. Na, ich krieg auch langsam Hunger. Willst du noch was essen vor der Fahrradtour? Prinzipiell ja. Doch. Die Frage ist halt, ob es die jetzt überhaupt gibt, ne? Andy wollte sich in etwas über eine Stunde melden. Ja. Will ich hier schon tun? Da ist eine Glocke.
Ach du heiliger Bimbam. Wow. Nee, ich will erstmal hier rumgucken. Das ist mir nicht geheuer, ey. Was? Da kann er schon mal Glocken läuten und dann weigert er sich trotzdem. War doch auch irgendwo noch ein Weg, oder nicht? Da. Achso, der führt dahin. Okay. Der Blitz. Warum finden wir hier Blitz-Edelsteine? Na, Dinge gegen Blitz. Okay, ich hab nur den einen Weg. Na geil. Na geil! Haben wir noch Zeit? Wir haben noch Zeit. Tor macht mich nervös. Und das ist hier ein. Obwohl, so wirklich ein Kampfplatz ist das hier nicht. Na, würde ich noch nicht drauf wetten wollen. Das wird irgendwann ein Shortcut. Drache, Drache. Drache. Mama! Alter Lindwurm, alles klar. Hi. Sascha zeigt uns jetzt, wie das läuft. Hier, warte mal. Hier, warte mal. Meinst du, die Glocke bringt was? Ich hab keine Ahnung. Aua. Ich kann sie nicht hauen. Okay. Ja, das auf jeden Fall. Jetzt muss ich jetzt erstmal auch wieder kommen. Ach so! Das ist ja wunderschön. Das ist der Überdamage. Okay, ich glaube nicht, dass das die Taktik ist. Was? Was, Ja, sein Kopf vielleicht? Wie soll ich denn an seinen Kopf rankommen? Feueratem ein. Ja. Das ist aber ganz schön scheiße jetzt. Nein, 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 nein. Setz mal dein Feueratem ein. Vor allem hast du die Seelen da Premium hingelegt. Premium. Scheiße auf die 20.000 jetzt. Boah, Alter, wie soll man den denn kaputt kriegen? Tja, ne? GLHF. THX, THX. Würde ich jetzt aber durchrushen. Ja, klar. Hat jemand die Glocke geläutet, damit er kommt? Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt groß mit dem Seen abfinden würde. Hier kann ich schlafen. Ja, das macht sehr viel mehr Damage. Richtig viel mehr Damage. Dann würde ich einmal sagen, du kommst da hinten und kommst. Ja, irgendwo weg hier. LOL. Mal weg von dem Drachen und dem Feuer. So, jetzt können wir weiterreden. Ja, ich bin sehr ripp. Die Jungs aber auch, Gott sei Dank, ey. Ziemlich ripp bei Steak gleich, wenn ich so weitermache. Hoi. Soll ich eventuell. Ja, aber erstmal muss ich gucken, dass er mich nicht weiter trifft. Große 2. Was? Erstmal. Da ist bestimmt irgendwo eine Balliste oder sowas, mit der du den abschießen kannst. Würde ich noch mal fast drauf tippen. Ja. Ich guck
gucken nachher nach einem YouTube-Video von irgendjemandem, der den einfach mit bloßen Fäusten besiegt hat. Ja. Und der ist ja noch nicht tot. Jetzt. Ist er da erstmal rum oder was? Ja, da ist aber nicht viel. Ich weiß nicht, ich glaube, da war ein offener Ausgang, aber. Ja? Das haben wir bin mir nicht sicher. Okay. Schauen wir mal weiter. Geschenkt. Was ist das denn eigentlich für ein Name für ein, so ein Bosskampf, ey? Alter Lymphen. Das ist eingefallen. Cool, Alter. Was brauche ich? Läuft hart. Sascha, du bist gleich wieder dran, ne? Oh, am besten noch da nichts runterfallen, Alter. Da stört ihn noch nicht mal der Boss und trotzdem kriegt er es nicht geschissen. Du hältst jetzt mal einen Sabbel? Der Typ, der noch nicht mal so weit gekommen ist, ey. Ach so. Das ist nicht so weit gekommen. Ich habe ihm auch so viel Schaden gemacht. Stimmt. Good point. Außerdem, wenn du da geradeaus weitergegangen wärst, lag noch ein Item, ne? Ja, ich weiß, aber okay. Das ist jetzt nicht die Priorität. Ich wollte es nur gesagt haben. Ja, ja. Machen wir hinterher. Außerdem macht es, hätte ich doch locker überlebt, hätte ich das. Ja, ja, easy. Alles geplant und kalkuliert, oder wie war das? So, auf jeden Fall mal ein sehr interessanter Bosskampf. Fällt mal so komplett vom allgemeinen Schema ab. Das stimmt. Habe ich jetzt gebraucht. Da ist noch ein Bogenschütze oder so, glaube ich. Und ich habe keine Glut im Gegensatz zu dir. Genau, Feuerspein. Schon Alter. Der lebt noch. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, der taumelt einfach nur. Das war asozial. Da konnte ich nicht mehr aufstehen. Wann hast du die 35.000 Seelen gut hingelegt? Ne? Extra für dich? Nimm ne Glut, sonst kommst du da wahrscheinlich nicht lebend an. So wie ich dich kenne. Puh, Junge. Aber ja, mach ich. Oh, da habe ich noch ein Item. Egal, machen wir alles nach dem Bossfight. Würde ich sagen. Den Bossfight machen wir leider auch erst in der nächsten Folge, liebe Leute. Tja, tut mir sehr leid. Wir danken vielmals fürs Zusehen und würden uns freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Haut rein, bis die Tage. Ciao!